Wieder mal ein Gruß aus der Küche. Heute wird nicht gekocht. Ich hatte gerade eine Inspiration. Und zwar war ich im Natura einkaufen und da gab es so Schnittchen. Manchmal gibt es ja in Geschäften so Schnittchen. Ne? Schnittchen und Schokolade und Obst und Kekse und whatever, so zum Probieren. Ne? Und da hatten die so eine Maronencreme. Diese Frischkäseform, die fand ich ziemlich interessant. Dachte mir, naja, also das kannst du eigentlich auch selber machen. Ne? Ich kaufe dir den Frischkäse und verzehrfertige Maronen. Ich werde jetzt mal so frei nach Schnauze, werde ich jetzt mal eine Maronencreme machen. Ein Ricotta, das ist so ein italienischer Frischkäse. Den habe ich gekauft und den werde ich jetzt verwenden. Die Maronen in die Schüssel. Und werde sie klein drücken, weil sie, die sind ja schon gekocht, ne? Die muss ich jetzt, die sind ja verzehrfertig. Jetzt gebe ich dazu Becher Ricotta. Gebe zu dem Ricotta von meinem schönen Rosmarinsalz, Pfeffer, etwas Olivenöl, Chiliflocken. Habe ich hier so einen Birnen-Balsamico-Essig. Nur so einen kleinen, Hauch. Ein bisschen Orange mit dran. Und, aha. Also, man schmeckt die Gewürze durch. Man schmeckt ganz besonders die Marone. Also, eine gesunde, natürlich reichhaltige ist sie schon mit der Kalorien. Aber es sind eben sind gute Kalorien, würde ich sagen. Gute Fettsäuren. Obwohl, wir haben ja den Frischkäse. Naja, ein bisschen beschummeln kann man sich ja auch. Es muss also nicht immer der fette Aufschnitt sein und ihr müsst es auch nicht immer alles fertig kaufen. Ich dachte mir, ich fand die Idee so toll mit dieser Maronencreme. Ich mache noch ein bisschen Essig hier dran. Als die das da angeboten haben, dachte ich mir so, das zeige ich euch mal. Ich mache das mal selber nach mit euch und probiere. Ich muss noch ein bisschen Pfeffer dran. Ich würze sehr gerne reichhaltig. Ich mag es auch sehr gerne scharf. Uiuiui, meine Güte, ihr müsst das jetzt kosten können, fantastisch. Ihr seht, also die fällt euch nicht vom Brot. Und hier habe ich mir jetzt mal ein Schnittchen gemacht. Und ich kann euch nur sagen, es schmeckt wundervoll. Das nächste ist mein Karottensalat. Ich habe jetzt schon mal die Karotten und einen Apfel, also zwei Karotten und einen Apfel geraspelt und mit Zitrone beträufelt. Mittlerweile gibt es ja alles fertig zu kaufen. Fertige Salate, Karottensalate, generell Salate. Aber es ist doch immer besser, wenn wir das frisch selber machen. Meine Meinung. Man kann sich natürlich auch fertig kaufen. Aber vielleicht habt ihr auch Spaß mit euren Kindern oder generell. Ich finde ja, wie gesagt, Essen ist ja auch so was Sinnliches. Auch das Essen zubereiten. Geben wenig Salz dazu. So eine Prise Salz. Etwas Pfeffer. Ich mag es ein bisschen scharf. Ich habe jetzt keine kleinen Kinder mehr. Also mein Chili. Die Chiliflocken, die sind bei mir eigentlich immer. Die sind also für mich auch in der kalten Jahreszeit unverzichtbar. So, dann nehme ich jetzt kein Olivenöl, sondern Arganöl. Arganöl. Gebe jetzt etwas Arganöl. Oh, hupsi. Das war viel. Also etwas Arganöl dazu. Der Clou ist jetzt Orangensaft. Das gibt diesen herrlich frischen Geschmack. So, hier einmal Stulle mit Brot, ne? Meine Maronencreme. Ich habe die jetzt in so ein Glas hier, in so ein Einwegglas gefüllt, diese Creme, weil die kann man jetzt im Kühlschrank noch aufheben und der Karottensalat. So, meine Lieben, das war jetzt wieder mal so ein kleiner Gruß aus der Küche, aus der kalten Küche. Wurde ja nichts warm gemacht, ne? Lediglich ein Brotaufstrich. Ich kann euch immer so kleine Sachen zeigen, so Aufstriche zum Beispiel. Ich bin ein totaler Aufstrich-Fan, ne? Weil ich nicht so gerne Wurst esse.
ja, ich esse auch mal eine Currywurst oder auch mal so eine Scheibe Salami oder so, aber das ist sehr selten. Das hat sich irgendwann mal, also ich bin jetzt auch keine Veganerin und keine Vegetarierin. Ich esse das schon, aber ich bin jetzt nicht so wild da drauf. Und deswegen lege ich da großen Wert auf Abwechslung, was ich auch meinem Brot habe. Weil Brot mag ich schon ganz gerne essen abends, weil ich habe mir das angewöhnt, am Mittag warm zu essen, also Lunch zu essen. Gut, manchmal isst man auch abends warm, ne? Mit Freunden oder mit Familie. Aber abends isst man ja doch meistens ein Brot. Also wir Deutschen, ne? Italiener nicht so. Also, und ja, was machst du aufs Brot? Deswegen dachte ich mir so, jetzt machst du mal ein Video, was kommt auf Stulle. Ihr Süßen, das Rezept muss ich nicht weiter aufschreiben, das habt ihr gesehen. Das ist einfach irgendein Frischkäse, ein paar Gewürze und die Maronen und der Karottensalat, das ist jetzt auch ziemlich easy peasy. Das ist jetzt meiner, das ist so ich, wie ich ihn gerne mag. Was auch schön ist, immer noch so Orangenfilets. Man kann ja noch ein Orange filetieren und kann Orangenfilets mit dazugeben. Ja, und da habt ihr ein reichhaltiges, tollen Snack, ein tolles Essen. Besonders der Salat, also Karottensalat ist wirklich klasse, weil Kinder sollen ja mal Gemüse essen, aber generell sollen wir auch viel Gemüse essen. Ich bin auch nicht so der Blattsalat-Fan, weil man muss den zubereiten und essen, der fällt ja dann ganz schnell zusammen. Also insofern ist ein Karottensalat eine sehr schöne Alternative. Ja, ihr Süßen, wie immer wünsche ich euch ein Happy Day, alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ihr könnt übrigens gerne für die Ladies oder für die Menschen, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis bald, tschüss.